Und direkt heute am Abschluss geht's wieder weiter mit einer Let's Play-Folge Traumsong Online Intro. Jetzt ab. Nein, das Intro kam ja schon. Und ja. Erstmal machen wir hier du, da hinten, du wirst sterben. Ja. Ja, gut, jetzt machen wir einmal das hier weiter und. Oh mein Gott, ist mir jetzt wieder so heiß, ne? Ihr wisst gar nicht, wie anstrengend Let's Plays machen ist, wenn einem so heiß ist und. Noch so damals, dass man sich im Boden schieben muss, weil man auf einmal den Text dann nicht gescheckt hat und dann ich immer zu anderen Displays sagen, mein Gott, da muss das und das machen. Ja. Jetzt würde ich mich bei meinen selber, wenn ich jetzt wieder meine Videos selber angucke, ja, ich gucke meine Videos selber an, weil ich mache es für mich. Wenn ich meinen Spaß an den Videos habe. Um jetzt selber zuzuhören, was für ein Scheiß ich labere. Das ist ganz interessant, also an jedem Let's Play, der jetzt auch selber Let's Play, guckt euch mal ein bis zweimal jede Folge, die ihr selber gemacht habt, mal an. Ihr werdet euch bestimmt kaputt lachen bis zum geht nicht mehr. Schon allein deswegen macht das Hobby, das nämlich das Let's Play, ultra viel Spaß. Okay, jetzt bin ich irgendwie total schlecht. Wieder kein Heiltrank. Ich glaube, dann sterbe ich jetzt. Diesen Versteinerungseffekt stirbt man halt. Ach, ich hasse diesen Versteinerungseffekt. Ich bin so ein Noob. Boah, ich hasse das, wenn man schlecht ist. Ich hasse es so dermaßen, dass ich so schlecht spiele und schlecht bin und so. Aber ihr müsst das verstehen, ich bin kein Pro-Gamer. Ja. Obwohl in diesem Spiel ist gar nicht so schlimm, Pro-Gamer zu sein. Solange man nicht bottet. Los. Ja, da haben wir die grünen Popelschnecken da. Ich mega viel zu wehr wie diese Moor. Kille Kille Moor, Angola. Mega viel zu viel, weil ich viel zu schlecht bin. Oh mein Gott. Selbstkritik hier. Ach, komm schon. So wie das. Und jetzt heil dich auf, Alter. Jawohl, gemacht. Hast du gut gemacht? Nein, hast du scheiße gemacht. Ja, passt doch. So, und jetzt will ich endlich diesen blöden roten Hummer besiegen. So, ich rush jetzt hier vor, damit ich diesen roten Hummer finde, damit ich den platt machen kann. Also, weil ich weiß, fehlt mir noch dieser rote Hummer. Und vielleicht hinter noch so ein Drachenkönig oder so. Egal, wenn du große Sprünge machen willst, brauchst du einen Harschen. Nee, du siehst mir nicht sympathisch aus. Ich hab gesagt, du siehst mir nicht sympathisch aus. Ich mach nichts mit dir. Ah, cool, da kommt man sogar rüber. Oh, weißt du was, ich warte eben. Moment. Achso, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte immer noch die eine Folge, wie ich hab gemacht. Sonst wäre diese Folge jetzt viel zu lang gewesen.
Aber ja, anscheinend werden jetzt wieder schon 3 bis 4 Folgen einfach nur Ende von Atlantis Let's Play sein und Mürdosh kommt jetzt in den nächsten 3 Let's Plays. Oh. Und alle freuen sich schon auf Mürdosh Let's Plays und dann so, ich so, ne, ich mach noch der als Altere. Ja, aber so bin ich halt. Ich nutze alles bis zum... geht nicht mehr aus. Ach so, dafür braucht man Dietrich hier. Die Fallen explodieren. Ja, super. Habt ihr toll gemacht. Habt ihr toll gemacht. Jetzt lass mich daran. Ich will kein Gummiband-Infekt, ey. Mann. Der W-Spawn ist wieder da hinten. Ein Glück. Eben, wo ist denn dieser rote Hummer? Wieso können wir nicht auf der Karte eingezeichnet sein? Ich habe keinen Bock, diesen blöden, beschissenen Boss zu filmen. Ich will nicht schon am Anfang von diesen scheiß kleinen Müll auf Müllquest da mit dir, nimm dir, klick der scheiße Amboss an. Hätte man das jetzt nachher machen müssen. Oh, ey, und diese scheiß Dinger, die einfach nur einfrieren. Die nerven auch einfach nur so dermaßen. So habe ich dann schon wieder für Geld für Premium-Account eingesetzt, ey. Leck mich doch in meinen Arsch. Spiel. Du verziehst es sogar doch nicht mehr. Das ist einfach nur so ein dreckiges Game, ne? So, dieses rapide Klicken, das mache ich nur für die Typen, die das nicht wollen, ne? Damit ich euch ärgern kann. Ha, ha, ha. Und dann stirbt er wieder. Hast du da gemacht? Du missgeburten Charakter. Ja, hast du fein gemacht. So, das habe ich wenigstens kaputt. Töte die Brutmutter. Erschlage den roten Hummer im Süden des Tempelbezirks. Okay, ich brauche also nur noch hier hin. Einmal hier runter und dann bin ich auch schon fertig. Hätte vielleicht auf mein Pferd drauf gehen müssen, aber das Pferd benutze ich so gut wie gar nicht mehr. Boah, jetzt hört mich auf zu stunnen. Meine Fresse, könnte man mit dir aufhören?
Mann. So, jetzt benutze ich mein Pferd, damit ich schneller zu den Missgeburten hin kann. Bin ich froh, wenn ich diese beschissene Zone endlich fertig habe. Tempelbezirk ist die beschissenste Zone, die es überhaupt gibt. Boah, ich hasse diesen Spell. Diesen Blatt. Und gleich werde meine Glyphen der Macht aber ganz schön ansteigen. Ja, darauf werde ich mich freuen. Deshalb in der nächsten Folge ganz viele Glyphen der Macht holen. Ich habe mir übrigens auch ziemlich viele neue DLCs gekauft. Einmal von, wie heißt es, Castle Storm. Das werde ich nämlich demnächst auch irgendwann mal let's playen. Erstmal werde ich das Let's Play mit dem Church Simulator abschließen. Ich habe es angefangen, habe gesagt, ich werde es komplett werde ein komplettes Let's Play darum machen. Deswegen habe ich mir ein Spiel gekauft. Und es wird jetzt auch demnächst mal kommen. Ich habe es ja versprochen. Trashigste Game. So, ist mein Inventar wieder voll. Ich hasse es, wenn das ganze komplette Inventar einfach nur durch trashige Ach, kommt die halt weg. Tschüss. So. Boah, ne, für so wenig mache ich das echt nicht. Ah, das ist Stufe 40, das muss ich mir aufheben. Ja doch, alle anderen sind doch soweit okay. Bis auf diese mega schlichten Schultern, die sind weg. Die werden weggekloppt. Ja. Ich glaube, ich bin schon wieder zu weit hier rein. Jawohl. Qualmutter zerstört. Dann mache ich nur noch diesen Hummer zerstören. Da ist noch eine Scherbenmülldings. Du warst der Falsche, den ich gestunt werden sollte. Da ist er gestunt und oh, und jetzt kommt Bro und yeah. Ist ein Pokerface. Oh, der Chili mit Schwamm. Aber voll schade, der SpongeBob das Turnier gewonnen hat. Oder läuft das noch?
Falls es noch läuft, dann habe ich euch leider gespoilert. Ist ja halt auch alles nur, aber man muss sagen, der Julian, der hat das alles ziemlich gut inszeniert, also Respekt. Gut ab. So eine krasse Inszenierung hinzubekommen. Jeder, der mit dabei gemacht hat und der rausgegangen ist, besonders Punch Arroganz, hat seinen Ruf ziemlich gestartet. Ja. Also ungefähr, ja, so gut wie jeder von profitiert, bis auf Punch. Also, ja. Winnen weiß man ganz klar, warum der weggegangen ist. Nicht, weil der keine Dings hatte, sondern, ja. Der hat einfach nur gemacht, er will irgendwie auch da raus, weil er einfach keinen Bock mehr drauf hat. Aber was ich schade bei Quicken fand, ist, er hat da mitgemacht und dann hat er das VBD nicht mehr weitergemacht, weil er dafür keine Zeit mehr davon hat. So, zumindest so wie ich es erfahren habe. Das fand ich ziemlich schade. So, jetzt müsste hier irgendwo ein roter Hummer sein. Ah, da ist ein roter Hummer. Jawohl, da ist der rote Hummer. Und da ist der rote Hummer. Jawohl. Hier war irgendwie noch etwas mit 61 Chip, das schmeiße ich weg und dafür habe ich das Ding. So, nee, hier sind auch nur... Gut, und dann zurück zur Stadt und endlich die Kacke. Okay, du bekommst auch noch eben noch eine Abreibung. So, aber dann ist endlich es geschafft. Und dann ein riesengroßer Applaus bitte für mich, dass ich es geschafft habe. Jawohl, danke, danke, danke. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt noch aufs Pferd drauf. Dann die Quest abgeben und dann bemerken, dass er... Und dann sagt er, nein, 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 du musst noch ein paar Quests mehr machen und dann total ausrasten. Ja. Nein, der will keine weitere Quest von mir, der gibt mir keine weiteren Quests. Das heißt, die Sage in Atlantis ist vorbei. Die Sage von Atlantis ist vorbei. Aber man muss sagen, ich habe den komplett, ich habe hier, so die Sage von Atlantis ist jetzt weg, aber man muss sagen, ich habe Helios, also Iliondos, komplett übersprungen und Mistros und Pokam Sibylos, weil ich habe nämlich hier in der ewigen Wacht ganz oft Siegerie gekillt mit einer Gruppe, dass ich Level 39 wurde und dann habe ich dann am Ende bei Gorga gedingst. So, wo waren das jetzt, wo ich da hin musste? Ich würde mal sagen, das war hier, dahin. So, und dann sage ich mal, dann geht es bei der nächsten Folge mit der Mörderschweiterung weiter, endlich, und das wird super geil. Ja, Mörderschweiterung. Ich komme. Jetzt sind auch alle Vorbereitungen getroffen und wir sehen uns mit den der nächsten Folge mit der möglichen Erweiterung weiter und hoffentlich seid ihr auch dabei bei der nächsten Folge Let's Play Drakensang Online. Ich sage ciao und matscht nicht den Muffin zu Tode. Irgendein Scheiß sagen am Ende. Kommt bestimmt gut.